Hallo, liebe Leute des guten Geschmacks, herzlich willkommen zum Start eines neuen Let's Plays. Wir spielen zusammen Astronomics Wrath of a New Empire und das ist ein Spiel aus deutscher Hand von einem kleinen Entwicklerteam bestehend aus zwei Leuten, dem Jan und dem Finn, und die beiden nennen sich zusammen JV Arts. Was ist Astronomics? Astronomics ist ein globales Strategiespiel, was definitiv noch in den Kinderschuhen steckt. Es wird am 13. Februar 2024, also morgen, im Early Access starten. Und was ihr dann bekommt für Summe X Geld, unten in der Videobeschreibung ist übrigens der Steam Store Link mit drin, ist ein Rohdiamant, muss ich sagen. Also ich habe jetzt schon 2-3 Stunden in diesem Spiel investiert. Wir sind nämlich ein Imperium, kann ich ja gleich mal ein bisschen was erzählen. Wir sind ein Imperium, starten dort auf einem Planeten, haben eine, naja, recht kleine Flotte, bestehend aus einem Schiff. Und mit unserem Schiff werden wir das ganze Universum erkunden, können neue Planeten entdecken, neue Asteroiden entdecken, die wir dann wiederum auch claimen können. Wir können mit anderen Völkern in Kontakt treten, die sind wiederum teilweise neutral, freundlich oder halt auch sehr kriegerisch gesinnt. Das heißt, wir haben dort Elemente vom Kampf, vom Handel, vom Diplomatiesystem und. Das alles in diesem Spiel, aber, jetzt ein ganz großes Aber, es steckt noch in den Kinderschuhen, das Spiel. Es ist wirklich noch ein Anfang, es ist nicht vergleichbar mit großen Spielen wie Galactus Civilization oder Stellaris oder wie sie alle heißen. Es ist ein wirklich für Anfänger, finde ich jedenfalls für Anfänger gedachtes Spiel. Es hat viele Mechaniken mit drin, die einfach zu erlernen sind. Man hat eine recht schnelle Lernkurve in diesem Spiel. Es gibt die eine oder andere Herausforderung. Es ist aber noch ein Grundgerüst, muss ich sagen. Ich weiß aber, dass Jan und Finn da sehr stark an diesem Spiel dran arbeiten. Da kommt immer wieder neuer Content. Also ich habe die Versionen oder das Spiel jetzt seit ungefähr einer Woche und ich kann sagen, da kamen jetzt schon 3 Patches mit raus in der Zeit. Also ja, jetzt vor Release, vor dem 13. Februar ist natürlich, da hauen die Entwickler meistens immer noch, gerade für die Presse und für die Vorableute, mal noch ein bisschen Content raus, dass sie dann noch was zeigen können. Aber es ist ja ein 2-Mann-Entwicklerteam und da ist es echt schön zu sehen, was da passiert. Und ja, wer mehr übrigens über die beiden auch wissen will, beziehungsweise auch über das Spiel, ich habe mit meinem Kollegen Jack in the Game von Ori Arts für unseren Podcast Land of the Game ein Entwicklerinterview mit Jan geführt. Da könnt ihr gerne mal vorbeischneiden, gerne auch Ori Arts abonnieren und kommentieren und liken, wenn ihr wollt. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und da quatsche ich mit Jan und mit Jack ein bisschen über das Game. Was ist denn so die Kernaspekte von diesem Spiel? Was kommt noch? Und so weiter und so fort. Und was man halt so alles als Entwickler tut, um überhaupt mit so einem Spiel in einer recht starken Genre da auch als Neuling voranzukommen. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ob das Spiel so einschlagen wird, wie ich es auch erhoffe. Es macht Spaß, so von den Grundmechaniken her, aber ich hoffe, dass da noch ganz, ganz viel kommt, weil ansonsten habe ich Sorge, dass auch für einige Leute das den Wiederspielwert oder allgemein den Langzeitspielwert, dass der nicht da gegeben ist. Wir starten ein neues Spiel. Ich habe gleich mal zum Anfang Kritik geäußert. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, aber ab und zu muss ich auch mal was sagen, was vielleicht nicht jeder gerne hört. Ich bin trotzdem, ja, ich möchte den vorherigen Spielstand überschreiben. Genau, ich habe jetzt erstmal meinen Spielstand einen Namen gegeben. Und das Schöne ist an diesem Spiel, es ist sehr aufgeräumt. Also wir haben eine entspannte Oberfläche. Es ist nicht so wie bei anderen Spielen, wo erstmal zigtausend Icons aufploppen und hier eine Toolbar und da noch ein HUD und so weiter. Nein, es ist wirklich sehr aufgeräumt. Wir können auch gerne mal zusammen durchgehen. Am Anfang des Spieles werden wir Tutorial-Tipps haben. Die werden in diesen Fenstern hier aufgeploppt werden. Die kann man leider nicht verschieben. Also sie sind fest dort vergeben. Aber sie enthalten immer nützliche Texte, Hinweise zu den jeweiligen Punkten, die wir halt haben. Ich würde sagen, ich würde sie nur vorlesen bzw. weiter kommentieren. Ich würde sie nicht komplett vorlesen, würde eher darauf nochmal eingehen. Ansonsten würde ich sie erstmal dezent ignorieren. Also wir starten auf unseren Hauptplaneten, das ist Adversia. Man hat bis jetzt, jeder Spielstand startet mit den gleichen Grundvoraussetzungen. Also wir haben immer diesen Planeten, wir haben immer diese Flotte, immer den gleichen Bereich, wo wir starten. Ob sich das noch ändern wird, dass man verschiedene Karten halt hat, Szenarien und so weiter und so fort, alles in einem Entwicklerinterview, da gerne mal vorbeischauen. Ansonsten kann ich jetzt dazu erstmal noch nichts sagen. Wie gesagt, wir starten hier auf Adversia mit einem kleinen Schiffchen. Ich möchte mal gerne die ganz große Karte zeigen. Das ist diese hier.
Ihr seht, da ist also recht viel Platz. Wir sind am Rande des Universums, hier unten. Und da können wir noch ganz, ganz viel entdecken. So, wir fangen damit an, dass wir auf unserem Planeten, den wir haben, wir sind der Besitzer dieses Planeten, erstmal einen Planetenring bauen. Das Wichtigste ist, dass wir diesen Planetenring bauen. Ansonsten, wir haben zwar den Planeten, aber er bringt uns absolut nichts, außer dass wir Bevölkerung dort haben und so weiter und so fort. Mehr ist dort nicht. Wenn wir diesen Planetenring bauen, können wir verschiedene Ressourcen abbauen auf diesem Planeten, beziehungsweise überhaupt erstellen, zum Beispiel wie Nahrung. Wir können Fabriken bauen, wir können Universitäten bauen, alles damit wir dann halt auch weitere Credits kriegen. Weitere Forschungspunkte kriegen, später Schiffe bauen können und. Wir bauen erstmal, wie gesagt, diesen Planetenring. Haben wir gemacht. Und auf diesem Planetenring haben wir insgesamt vier Modulplätze. Und auf diesen Modulplätzen können wir uns jetzt austoben. Das heißt, wir können dort Fabriken bauen, wir können Bauernhöfe bauen, alles Mögliche, was wir halt so wollen. Zum Anfang stehen uns nur zwei zur Verfügung, und zwar einmal der Bauernhof, der produziert Nahrung. Nahrung ist ganz wichtig, ansonsten ist unsere Bevölkerung sehr, sehr unglücklich. Und wir können natürlich die Universität bauen, damit wir dann Technologien erforschen. Wir werden aber erstmal anfangen mit dem Bauernhof. Ganz wichtig, wenn wir diesen Bauernhof erstellen, er kostet sowohl Unterhalt als auch, also minütlich Unterhalt, als auch, dass wir einmalig Credits bezahlen müssen. Ist aber nicht so das Problem. Wir kriegen ja später auch Geld wieder zurück. Wir werden jetzt erstmal zwei Module bauen. Einmal den Bauernhof und einmal die Universität. Zack, habe ich jetzt beides gebaut. Das ist die eine Ansicht von dem Planeten. Also die nennen wir es Planetenring-Ansicht. Wir können nochmal switchen zwischen dem Planeten-Interface. Dieses Interface beherbergt alles, was auf unserem Planeten kreucht und fleucht, nennen wir es jetzt mal. Dort finden wir die Bevölkerung, die wiederum in drei Klassen aufgeteilt ist, mit jeweils zwei Unterklassen. Und wir finden dort andere Statistiken zu unserem Planeten. Wie zum Beispiel, findet gerade ein Event statt? Ist die Nahrung in Ordnung? Wie viel Steuern geben denn unsere Planeten? Welche Effekte sind momentan auf unserem Planeten angegeben? Und. Also wirklich, da ist sehr, sehr viel. Wir haben momentan die Bevölkerungsstruktur eine ausgeglichene Bevölkerung, also 20% Oberklasse, 30% mittlere Klasse, 50% untere Klasse. Und selbst beim Klassenfokus kann man noch auswählen, ob man mehr Beamte, mehr Forscher oder mehr Händler, mehr Soldaten oder mehr Arbeiter oder mehr Bauern haben will. Ich würde erstmal die Bevölkerungsstruktur hier hinten gar nicht großartig anfassen. Wir sehen hier drüben, wie viel Nahrung sie brauchen pro Minute. Also sie brauchen, alle Schichten brauchen gleich viel Nahrung, 2 pro Minute. Und wir generieren momentan nur 1 pro Minute. Das liegt daran, weil ich im Pausenmenü bin. Wir gehen mal auf Start. Ich habe jetzt den Bauernhof gebaut und die Universität. Wir müssten jetzt hier gleich schon ein bisschen mehr Nahrung haben, ich hoffe. Na, mal gucken. Genau, hier unten sehen wir jetzt gerade, dass wir so einen sogenannten Perk halt bekommen haben. Genug Essen mit Bevölkerung ist zufriedengestellt, weil sie mit genügend Nahrung versorgt ist. Das bringt 35% mehr Zufriedenheit, also 35% mehr Zufriedenheit. Wir haben 40%ige Chance auf positive Events, 20% mehr Steuereinkommen und 10% weniger Nahrungsverbrauch. Das ist auch ganz gut so. Das zu dieser Bevölkerung. Dann haben wir den Finanzenreiter. Dort sehen wir alles, was an Finanzen zu tun hat. Also unsere Einnahmen, unsere Ausgaben, unsere Wirtschaft auf diesem Planeten. Und rechts hier unten sehen wir die Gesamtbilanz. So, wir sehen jetzt hier gerade, wir haben unser Einkommen auf 12 erhöht. Ausgaben haben wir 10. Also das sind momentan unsere Modulausgaben hier, die den Unterhalt halt machen. Und wir haben nochmal ein Interface mit den Agenten. Und die Agenten, das ist so ein eigenes Thema, also da geht es in Richtung Politik. Wir haben diese Agenten hier auf unseren Planeten, das sind unter anderem wir, der Aaron of Adversia, ein unsicherer Anführer, und wir haben mehrere Kandidaten hier noch zur Verfügung gestellt, die wir wiederum einsetzen können. Entschuldigung, die wir wiederum einsetzen können in einem anderen Menü, das werden wir uns gleich mal angucken. Aber das dazu, das heißt, wir haben jetzt einen guten Nahrungsproduktion, muss ich sagen, das sieht schon mal ganz nett aus. Und wir werden jetzt aus dem
Interface hier rausgehen. Wir sehen jetzt auch hier, die Grafik hat sich verändert. Wir haben jetzt einen Planetenring drum. Wir sehen auch sogar von hier aus, dass hier welche gebaut sind. Wir gehen mal kurz in das Diplomatiesystem rein. Wir können nämlich hier einen Gouverneur uns reinsetzen. Und das bringt uns insofern etwas, dass wir dann dort noch gewisse Effekte zusätzlich hinbekommen, also zusätzliche Boni freischalten können. Genau. Dann werden wir uns jetzt mal so jemanden hinsetzen, die, wenn die Erfahrung bekommen, also sie arbeiten ja erstmal in ihrer Position, wie zum Beispiel hier könnten wir jetzt einen von diesen drei Leuten für den Gouverneur einsetzen und sie kriegen dann Erfahrung. Je nachdem, welches Level sie dann halt haben und erreicht haben, werden zusätzliche Boni halt freigeschaltet, beziehungsweise ja zusätzliche dauerhafte Boni. Und deswegen werden wir mal gucken. Wir sehen natürlich jetzt nicht, welche Boni das sind, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Wir können, wenn wir auf den Planeten klicken, nochmal in die Regierung selber reingehen. Also wir haben den Gouverneur und wir können jetzt zum Beispiel hier noch Minister für diverse andere Sachen mit einstellen. Also Minister der Arbeit, Technologie, Handel, Landwirtschaft und so weiter und so fort. Ich würde anfangen mit Minister der Landwirtschaft, weil wir haben ja einen Bauernhof, und Minister der Bildung, weil wir haben ja jemanden, oder wir haben ja unsere Universität gebaut. Deswegen würde ich erstmal die Bereiche, die wir auch auf unserem Planeten haben, besetzen. Dazu das. Hier sehen wir unseren Diplomatiebereich, also mit den anderen Fraktionen. Bis jetzt haben wir noch keinen entdeckt, deswegen ist dieser Bereich erstmal für uns uninteressant. Was aber wichtig ist, ist noch der Forschungsbaum. Der sieht noch sehr, sehr klein aus. Der wird aber definitiv später noch erweitert. Und wir sehen jetzt hier, wir können ganz viel forschen. Wir können unter anderem eine Fabrik freischalten. Wir können einen Militärhafen freischalten. Einen Asteroidenbergbau, das werden wir auf jeden Fall jetzt gleich machen. Diese 10 Punkte werden, müssen wir ausgeben. Sie werden generiert, beziehungsweise 10 Punkte braucht es, um diese Forschung freizuschalten. Hier oben sehen wir, wie viele Forschungspunkte wir pro Minute kriegen. Insgesamt haben wir momentan eine Forschungsgeschwindigkeit von 5 pro Minute. Das heißt, in 2 Minuten ist diese Forschung hier abgearbeitet. So, das haben wir jetzt alles gemacht. Wir sehen jetzt hier oben unsere Bilanz. Also was wir wirklich jetzt pro Minute bekommen, die ändert sich stetig, weil es kann mal sein, dass irgendwelche Effekte auf unserem Planeten sind, die positiv sind oder negativ. Momentan haben wir ein Steuereinkommen von 76 pro Minute. Unser Raumschiffunterhalt beträgt 35 pro Minute, 10 pro Minute für die Moduleinheit, also Modulunterhalt. Also im Endeffekt sind wir im Plus. Es kann aber ganz schnell auch ins Minus kommen. Deswegen müssen wir, was das angeht, da schon ein bisschen vorsichtiger sein. Wir werden mit unserem Schiff mal eine Runde fliegen. Das machen wir, indem wir das Schiff auswählen und dann mit unserem Schiff einfach mal fliegen. Ich fliege jetzt mal in eine Richtung, wo ich weiß, dass dort ein Asteroid ist, weil ich möchte nämlich gerne noch einen Asteroiden haben. Und ich würde auch sagen, wir werden hier in diesem Run recht, nennen wir es, freundlich spielen. Also ich würde da gar nicht versuchen, jetzt irgendwie auf großartig Krieg zu bauen, und wenn dann nur im äußersten Notfall. Wir haben jetzt hier den Asteroiden. Wenn der Asteroid noch nicht geclaimed wurde, steht da kein Besitzer. Wir können ihn besitzen, indem wir hier dann hinfliegen, dort stehen bleiben und quasi wir nehmen ihn dann automatisch ein. Also müssen halt bloß eine Weile dort bleiben. Dann ist das automatisch unser. Wir sehen, dass das jetzt der Shadowhawk ist. Das ist das Startdesign. Wir sehen hier die Verteidigungswerte, also den Schildwert, die Geschwindigkeit, den 100 pro Minute wüsste ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, der Angriffswert. Wir haben insgesamt 5 Frachtplätze und hier sehen wir den Unterhalt. Müsste jetzt ungefähr das alles jetzt sein. Mal darüber havern? Nee. Gut, wir claimen jetzt erstmal hier unseren Besitzer. Hier drüben haben wir übrigens unsere Benachrichtigungsanzeige. Also da wird immer alles gezeigt. Zum Beispiel, wir haben jetzt einen neuen Asteroiden entdeckt. Unser Agent ist aufgestiegen. Die Forschung ist abgeschlossen. Wir können eine neue Forschung wählen und weiter und so fort. Das ist jetzt unser Planet. Unser Asteroid, ganz wichtig ist aber, wir haben ihn jetzt erobert und dort ist Erz drauf. Eisenerz ist immer ganz wichtig, daraus werden wir in unseren Fabriken später ganz, ganz viel herstellen können. Wir müssen aber erstmal dort eine Mine draufbauen. Das werden wir, indem wir dort verbessern auf Level 1. Jetzt wird hier abgebaut und wir können einstellen, auf welchen Zielplaneten denn das Eisenerz dann hinverfrachtet wird. Und das soll erstmal Adversia werden. Wir haben ein Schiff, das transportiert, und hier sehen wir dann im Lagerhaus, wie schnell von abgearbeitet hin zu ja,
Eisenerz, das dann kommt. Hier sehen wir nochmal die Werte in der Übersicht. Und hier unten, wenn wir nochmal aufwerten wollen, was wir denn dafür alles brauchen. Wir brauchen zum Beispiel einmal Erforsche Asteroidenbergbau und brauchen nochmal 1000 Credits und insgesamt 50 abgebaute Erze. Dann können wir auf Level 2 aufrüsten. So, jetzt sehen wir, dass wir jetzt hier eine Handelsroute oder beziehungsweise eine Transportroute automatisch eingerichtet haben. Es wird also von Eisenerz von hier nach da hingebracht. Wir haben jetzt hier neue positive Effekte. Wir haben genug Essen, habe ich ja schon mal gesagt. Wir haben Fest der Zufriedenheit. Die Bevölkerung feiert sich, weil sie glücklich sind. Wir kriegen dadurch 50% Nahrungsverbrauch. Wir haben jetzt hier, die Bevölkerung ist zufrieden mit der Regierung. Also auch was das angeht, alles schicki. Was ein bisschen kritisch ist, ist hier unten, wir produzieren nur 16 Nahrung und insgesamt brauchen sie aber 25. Also was das angeht, da müssen wir dann mal gucken. Wir gehen mal zum Bauernhof. Auf dem Bauernhof kannst du ja Nahrung einstellen und so weiter und so fort. Ja. Jahreszeit bestimmt, mit welcher Effektivität Nahrung produziert wird. Momentan haben wir nur 60%. Deswegen sinkt das jetzt gerade. Oder ist das jetzt gerade ein bisschen problematisch. Aber auch da, liebe Leute, haben wir später keine Probleme mehr, weil es wird so sein, dass wir, dass diese Jahreszeit sich immer mal wieder ändert. Also wir haben dann zwischendrin jetzt zum Beispiel, dass wir 110% halt haben. Das heißt, wir werden jetzt 33 Grad an Nahrung abbauen, brauchen aber nur 28. Also es ist immer so ein Geben und Nehmen, sage ich mal jetzt mal. Das müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Sehe ich jetzt aber noch nicht als problematisch an. Wir werden mal unseren zweiten Asteroiden claimen. Der ist hier hinten. Und wir gehen mal in unsere Diplomatieansicht, weil unsere ganzen Agenten sind jetzt gerade ein Level aufgestiegen. Und jetzt sehen wir hier, dass wir die Perks freigeschaltet haben. Also dieses plus 10 Zufriedenheit untere Klasse. Hier haben wir plus 10% Zufriedenheit obere Klasse. Und hier haben wir plus 5 Zufriedenheit auch nochmal obere Klasse. Wir haben leider keine weiteren Agenten. Schade. Was mich ehrlich gesagt aber da noch wundert, ist, wenn wir hier drauf gehen, sehen wir, dass wir hier weitere Agenten halt haben. Wir könnten, nein, können wir nicht, können leider keine Aktion machen. Schade. Aber sie sind noch Rekruten, deswegen. Wahrscheinlich, weil sie, wenn sie Rekruten sind, können wir noch nichts mit ihnen großartig machen. Müssen wir mal gucken. Wir fliegen jetzt erstmal hier hin, weil hier befindet sich noch ein weiterer Asteroid. Wir sind jetzt auch im recht guten Bereich hier, 84 pro Minute. Das ist schön. Und wir wählen mal noch eine weitere Forschung auf, nämlich hier. Erforsche Handelsrouten, um sie freizuschalten. Das machen wir. Und dann gehen wir zu diesen Asteroiden und werden dort auch nochmal abbauen. Und dann haben wir nämlich einen weiteren Asteroiden. Ja, Nahrung sehen wir jetzt hier, 42. Das ist sehr gut. Wir können mal zum Bauernhof gehen. Immer noch 110%. Das ist sehr schön. Wir haben hier eigentlich auch, bin ich der Meinung, ein Lager. Das Lager kann ich jetzt allerdings nicht sehen, bin ich der Meinung. Nee. Da konnte man alle Lagergegenstände sehen. Wir sehen hier zum Beispiel, dass wir Ausgaben haben für den Asteroiden. 15 pro Minute, dass wir Eisen, weil wir Eisen kriegen. Da müssen wir mal gucken. Wir können später auch handeln, dass wir natürlich die Produktionskosten dann auch wegkriegen. Ich bin am Überlegen, wenn wir jetzt hier verbessern, müssen wir 30 bezahlen. Naja, mal gucken. Wir werden mal in die Richtung hier fliegen. Hier hinten befindet sich nämlich noch ein Völkchen, mit dem wir vielleicht handeln können. Wenn wir dann die Forschung abgeschlossen haben, können wir schauen, ob wir dann mit denen handeln können, ob uns das irgendwas bringt. Momentan, wie gesagt, haben wir Asteroidenunterhalt 15, Modulunterhalt 10 und Raumschiffunterhalt. Ich möchte gerne, dass wir da ein bisschen handeln können. Vielleicht können wir, wie gesagt, da was rauskriegen, ein bisschen Geld einnehmen. Das wäre ganz gut. Wir können die Fabrik hier auf jeden Fall bauen. Die erforschen wir mal. Und dann sehen wir weiter. Wir können auch Module hier immer wieder abreißen. Also
ihr müsst nicht sagen, wir bleiben jetzt dauerhaft bei Bauernhof oder sowas halt. Nee, ihr könnt auch sagen, ich will jetzt gar keinen Planeten, will jetzt gar nicht mehr hier den Bauernhof haben. Möchte es gerne ändern. Das können wir alles machen. Wir können zum Beispiel noch einen weiteren Bauernhof bauen. Das werden wir mal machen. Und dann können wir auch abreißen. Und. Wir haben die Forschung abgeschlossen. Ja, aber noch nicht. Ich wollte gerade sagen. Hier. Wenn wir den Planeten oder den Asteroiden hier unten haben, müssen wir für den noch keinen Unterhalt bezahlen. Wir müssen erst Unterhalt bezahlen, wenn wir darauf eine Mine bauen und dann dort mit ihm, ja, also dort abbauen. Dann müssen wir erst was bezahlen. So, wo ist denn jetzt hier unser Schiff bzw. unser Nachbar? Na, ist hier keiner? Stell mal auf etwas höhere Geschwindigkeit. Bloß muss vorsichtig sein. Hier oben war nämlich auch ein feindlicher. Da ist er. Müsste ein feindlicher sein. Wir fliegen mal ein Stückchen näher ran. Da ist er, der Nette. Na, ich hoffe, der ist auch lieb zu uns hier. Ja. So, wir werden mal hier ein bisschen näher ranfliegen. Neuen Asteroiden entdeckt, neuen Planeten entdeckt. Sehr gut, dann gehen wir mal auf den Diplomatiestatus und wir sehen Frostwolf Race, der ist nett zu uns. Wir treten mal mit denen in Kontakt. Wir könnten dem jetzt Krieg erklären, Geld senden, Planeten übertragen, werden wir alles nicht machen. Wir wollen den ja weiterhin behalten, aber wir können jetzt mal gucken, auf Handelsrouten gehen wir jetzt mal. Wir gehen mal auf Faktoren. Zeige Angebote, da zeigen auf einem Planeten und die Verkaufangebote zu sehen. Können wir leider nicht machen. Wir können Transportrouten machen zwischen zwei Planeten der gleichen Fraktion. Wir können Kaufrouten machen, Routen, auf denen du Ressourcen von anderen Fraktionen kaufst. Und wir können Verkaufsrouten machen, also Routen, auf denen du Ressourcen an andere Planeten, an andere Fraktionen verkaufst. Also wir können hier gucken, verfügbare Kaufoptionen, keine verfügbaren Verkaufsoptionen. Schade. Er möchte nichts haben von uns. Das ist natürlich schade. Wir könnten von ihm kaufen, möchte ich aber nicht. Dann machen wir es mal anders. Dann fliegen wir jetzt mal zurück. Und wir haben ja jetzt das Modul Fabrik. Dann gehen wir mal auf Fabrik. Und werden da mal gucken, dass wir jetzt was herstellen. Vielleicht möchte er ja jetzt mit uns handeln. Zeige Angebote. Nein, das war das Falsche. Nee. Dann werden wir erstmal was herstellen. Und zwar werden wir jetzt hier in der Fabrik aus dem Erz ganz viele Barren herstellen. Hier sehen wir übrigens unsere Ressourcen, die wir halt haben. Und dann gehen wir nochmal auf unseren Planeten. Es ist immer noch alles ganz schick. Die sind immer noch alle ganz glücklich. Würde ich auch weiterhin so lassen. Wir werden mal ein bisschen hier kundschaften. Na komm. Und schauen, ob wir hier noch was finden. Und könnten natürlich noch auf weitere Angebote gehen. Ne, jetzt möchte er uns Eisenerz hier verkaufen. Wir könnten versuchen, ihn ein bisschen zu bestechen. Wir können ja mal gucken, wähle den Starplaneten aus. Zielplaneten, wähle die Ressource. Wähle die Menge. Handelsrouten Einkommen. Du bekommst. Ah, okay. Wir könnten jetzt ihm sagen: 5. Du bekommst für die Ressource jede Minute 5x6 Eternal Credits. Das ist natürlich gut. Wollen wir es einfach mal probieren? Wir könnten natürlich auch die Ressource. Doch, wir wählen das mal aus. So, dann gehen wir mal auf 30 Speicherer Route. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt auch 30 bekommen. Ah, sehe ich aber jetzt noch nicht hier. Dann werden wir mal hier das verbessern. Dann haben wir quasi den Unterhalt von diesem komplett mit der Handelsroute abgedeckt. Das wäre natürlich klasse.
Mal schauen, ob wir das hinkriegen. So. Planetenfraktion. Wir könnten hier einen Agenten hinzufügen. Was bringt uns das? Du kannst Agenten auf andere Planeten entsenden. Na, dann machen wir das mal. Und dann können wir hier Infos sammeln. Spiel hören hört sich um, solange diese Agent ist während der Aktion aufdeckbar. Okay, solange diese Fähigkeit ausgeführt wird, werden die Daten des Planeten aufgedeckt. Na, dann machen wir das mal. Ich hoffe, dass es natürlich jetzt nicht schlecht ist für uns. Wir senden ihm mal etwas Geld. Wollen wir das mal machen? Wir senden ihm mal etwas Geld. Ein Angebot wurde angenommen. Sehr gut. Dann gucken wir mal. Steuereinkommen sinkt ein bisschen. Ist aber auch nicht schlimm. Kann man hier auch einen Agenten draufpacken? Nein. Der baut sogar 3 ab. Krass, warum das denn? So, hier geht's weiter. Da werden wir mal bis nach hier hinten fliegen. So, damit wir mal die ganze Karte hier aufdecken. Mal gucken, was da noch so kreucht und fleucht. So. Aber die Handelsroute, bringt die mir wirklich so viel? Ich sehe es leider absolut. Also da hätte ich gern noch einen Reiter mit Finanzen. Das wäre ganz cool. Wir können auch eine Ressource auswählen. Nee, wir können keine Ressource auswählen. Okay, also es ist wirklich die einzige Route, die wir machen können. Wir können keinen weiteren hier reinsetzen. Nee. Die sind alle beschäftigt. Diplomatie sieht trotzdem weiterhin gut aus. Vertrauen, absolut vertrauenswürdig. Wir werden weiter erforschen. Aber mir wird wirklich die Handelsroute nicht angezeigt. Also, dass wir hier verkaufen. Das wird leider absolut nicht angezeigt. Schade. So, hier unten ist kein Planet. Jedenfalls sehe ich keinen. Wir könnten den Asteroiden hier natürlich auch noch mitnehmen. Wie sieht es denn aus mit unserer Fabrik hier? Wir stoppen mal. Wir haben jetzt 103 Barren. Das lassen wir mal so. Aber wir kriegen jetzt hier weniger. Warum? Nur 34. Steuereinkommen sinkt. Was ist das Problem? Die Nahrung ist im Überfluss da. Sehe ich noch nicht wirklich, warum. Warum unser sinkt, unser Einkommen. Würde mich ganz stark interessieren. Unser Agent ist wieder aufgestiegen. Ist das der, der auf dem Planeten sitzt? Ja, ist jetzt nur Vize. -5% Chance, entdeckt zu werden. Ah, okay, dann können wir noch einen Agenten hinzufügen. Der soll auch Spion sein. Und dann muss ich ein bisschen umhören. Wenn die jetzt wiederkommen, bin ich ja sehr gespannt. So, hier geht's weiter. Dann werden wir wieder nach hier hinten fahren. Ja, doch, sieht doch ganz gut aus. Jetzt steigt wieder unser Einkommen hier. Wir könnten natürlich hier den Asteroiden auch noch claimen. Gehen aber mal nochmal auf unser Ressourcenlager zurück. Ja, 11. Ich hab doch aber hier auf Stopp gemacht, auf Pause. Nicht genügend Ressourcen, ja, das weiß ich doch. Weil ja hier die Handelsroute ist. Wir werden uns jetzt mal diesen Asteroiden hier noch claimen. Zack. Und das ist okay so. Ja. Gelagertes Erz. Ach so, okay, da steht das gelagerte Erz. Und hier werden dann immer die transportiert. Okay.
Jetzt müsste das aber hier... Fabrik. Ja, 5 Erz. Okay. Aber es wird schon wieder. Also da ist irgendwo ein Bug drin. Ich sag Pause und er macht das nicht. Dann wechseln wir das mal und zerstören das Modul. So. Weg mit dir. Haben wir weniger Modulunterhalt. Können wir auch sparen. So. Sieht doch alles ganz gut aus. Und in der nächsten Folge werden wir dann mal weitermachen. Ich hoffe, der Einstieg hier hat euch gefallen mit Astronomics, A Rise of the New Empire. Ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr schön. Mir macht Spaß, ich habe da Laune drauf und ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen angefixt und wir werden auf jeden Fall das Spiel weiterhin spielen. Erstmal jetzt die ganze Woche und dann mal gucken, wie so die Updates sind. Oder die ganze Woche ist geplant. Mal gucken, ob ich das wirklich mache. Bin noch ein bisschen unschlüssig. Und dann werden wir, wie gesagt, weiterschauen, wie es weitergeht mit dem Spiel, was für Content da noch hinter steckt. Ich bin auf jeden Fall schon recht angefixt, muss ich sagen. Ja, und mit den Worten, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao!